Okay, ihr Faulpelze, raus aus den Federn und nicht die warmen Schüchen vergessen, denn es ist saukalt da draußen. Es ist jeden Tag saukalt da draußen. Wo sind wir denn hier? Miami Beach? Wohl kaum. Ja, es ist eine weitere Folge Minecraft. 1.17.1 immer noch. Ich weiß nicht, ob das Update mittlerweile da ist. Sollte ja irgendwann im Herbst kommen. Mittlerweile sollte Herbst sein, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird. Irgendwie mache ich was falsch. Warte mal. Ich muss mir noch mal so ein Treppchen hier bauen. So ein Behelfstreppchen. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei haben wir noch, okay. 7. So. 7. So, fertig ist unsere Farm. Und auch bedacht. So, hier könnten wir noch theoretisch noch ein bisschen was drauf tun, damit sie von außen nicht mehr hell aussieht. Aber dann können hier oben Monster spawnen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Vielleicht sollten wir hier dann noch ein paar Half-Slabs draufpacken, weil auf Half-Slabs, komischerweise, spawnen keine Monster. Und hier... Da sieht man mein Kärtchen fahren. Okay. Dann schlafen wir erstmal. So. Wir haben keine. Wo habe ich denn. Wo habe ich denn das Leder hingetan? Hier ist das Leder. Okay. Dann können wir mal mit dem Zuckerrohr, was wir hier noch haben, Papier machen und damit dann Bücher und ein weiteres Bücherregal, bevor wir uns an die Verzauberung machen hier. So. Dann brauchen wir natürlich wieder unser blaues Zeug da, Blauzeug. Und dann gehen wir hier hoch und wollen tatsächlich mal was verzaubern. So, zack. Oh, jetzt brauche ich Level 14 schon. Knockback will er mir geben. Sharpness, Knockback. Okay, was könnte ich denn hierfür kriegen? Effizienz 2. Ah. Weißt du was? Wenn das Knockback 1 ist und das ist Knockback 1, nehmen wir das Knockback 1. So. Dann haben wir wenigstens mal ein Enchantment gemacht. So, und jetzt ist das Schwert leuchtet. Jetzt leuchtet das Schwert lila. Das bedeutet, es ist enchanted. So, und wir brauchen mehr Holztüre. Buch. Ja, die Bücher können wir übrigens auch verzaubern. Das ist vielleicht meine Idee. Ich mache da oben eine Kiste hin, wo ich den Blaustein und die Bücher, die zu verzaubern sind, reintun kann. Nehmen wir uns mal das noch als Holz und dann brauchen wir eh ein paar Kisten jetzt erstmal. So. Wo stellen wir die hin? Hier. So. Das für Bücherregale noch und erstmal will ich gucken, was das Buch wäre, wenn wir es verzaubern würden. Loyalty, das brauchen wir erstmal nicht, okay.
So. Und das stellen wir mal nach draußen zu unserer wunderbaren Zuckerrohrfarm, die vermutlich bald funktioniert. Also, die vermutlich bald Früchte trägt hier. Noch nicht, aber bald. Oh Mann, das wird ja echt spannend hier. Okay. So, vielleicht sollten wir hier den Rasen weiter ausweiten. Wenn hier schon nebenan grüner Rasen wächst, könnten wir hier vielleicht auch noch mehr hinpflanzen. Dann breitet sich das schneller aus vielleicht. Ich weiß nicht, Versuch es wert, würde ich sagen. So, das kann hier zumindest schon mal weg. So, ich wollte da oben ja auch noch Half-Slabs reinmachen. Ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Ah, guck mal, da sind schon einige, sind schon so hochgewachsen. Das ist ja auch nett. Kaktus lassen wir da so stehen auf dem roten Sand, weil Kaktus wächst auf Erde nicht und ich finde, der sieht ganz gut aus, den brauchen wir nicht kaputt machen. Aber wir brauchen mehr Erde. Das war's schon wieder. Mit dieser Schaufel. Vielleicht hätte ich Haltbarkeit auf die Schaufel machen sollen. So. Hier brauchen wir dann doch mal ein bisschen Licht, sonst spawnen hier am laufenden Band Monster. Das brauchen wir nicht haben. So, 7. So. Jede Menge Sand hier. Okay. Da ein bisschen Pilze. Wo haben wir die Pilze hingetan? Wahrscheinlich in der Kiste hier, ne? Ja.
mal gucken, was wir hier oben kriegen für ein Level oder so. Effizienz, Unbreaking, Fortune 1, Level 14. Fortune brauchen wir. Das macht das, wenn wir Erze abbauen, dass wir mehr Erze kriegen. Beziehungsweise, dass wir eine Chance haben auf mehr Erze. Das ist ziemlich gut. Das heißt, ich muss noch irgendwo 4 Level herkriegen. Und wo kriegen wir das her? Am besten, wir rennen wild durch die Gegend und essen ein paar Kühe. Beziehungsweise, nicht essen, sondern... Zack. Hauen sie um. Okay. Da. Aber derweil können wir sie auch essen. Das ist das Gute an Kühen. So. Mal schauen, ob wir da wieder was finden oder ob die nicht weiter respawned sind hier. Wir könnten noch mal auf dem Weg, könnten wir hier die Kürbisse auch mal weghauen. So. Doop, doop, doobidi, doop. Doobidi, doop, doop, doop. Wir haben noch nicht einmal die Kühe gemolken, dann kriegt man Pilzragout nämlich. Aha. Okay, hier laufen, glaube ich, keine Kühe rum, oder? Sieht nicht so aus. Nee, keine Kühe hier. Ich könnte rübergehen und versuchen, die Eisbären umzuhauen, aber ich glaube, die... die können sich ziemlich gut wehren. Keine einzige Kuh heute mehr. Keine einzige Kuh. Da! Eine einzige Kuh. So, Knockback, wenn man Knockback hat, macht das das. Oh toll, kein Leder. Das sieht schon richtig nach einer kleinen Farm aus jetzt. Okay. Mit den Kühen und den Feldern auf dem Berg und allem. Ja, siehst du, breitet sich alles schon aus hier sehr gut. So, weiter geht's. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt die eine oder andere Kuh finden irgendwo. Aber vielleicht können wir erstmal unsere eigenen wieder ein bisschen vermehren. Oh wow, das ist ja großartig. Das war ein Creeper. Hoffentlich hat er uns die automatische Farm nicht kaputt gemacht. Der stand direkt vor der Tür.
Oh, wow! Hat sich die automatische Farm kaputt gemacht. Er hat aber alle unsere Tiere rausgelassen hier. So, dann kommt mal bitte her. Kommt mal alle her. Oh, da ist noch ein Creeper. Vergiss es! Okay. So, dann kommt mal alle. Kommt mal alle. Weißt du was, dann behalte ich die halt hier. So. Und ich brauche ja eh... Dann machen wir die anderen halt alle weg hier. Und dann reparieren wir unseren Eingangsbereich. Oh, da ist meine Diamantpike, die wäre beinahe verschwunden. So eine Scheiße. Okay. Oh, noch einer. Ich hasse euch, Leute. Super! Aber gut, ein Gutes hat die Sache. Ich wollte hier ja eh... Erde überall hinmachen. Es scheint, dass ich dazu jetzt die Gelegenheit habe. Stand hier noch eine Kiste? Ist die verschwunden oder was? Türen haben wir auch noch, sehr gut. Ach so, das war nur ein Bild. Okay, ja. Sand, können wir alles mal nach unten packen hier. Ach je, ach je. Immer diese Creeper. Müssen immer alles kaputt machen. Okay. So. So, dann machen wir einfach mal. So, und hier Türen hin. Und dann quasi den Eingangsbereich schon ordentlich. Hier kommt ein Fenster, geht noch hin. Brauchen wir noch ein bisschen Erde. So eine Scheiße.
Hosen hatte ich gar nicht an, ne? Naja. Oh, fickt euch doch alle. Echt, ey. Mann. Oh. So. Warte mal, ist da ein Loch in der Wand jetzt? Ist auf beiden Seiten ist da. Da war wahrscheinlich Glas drin, aber naja, nur flicken wir das so, was soll's. Ich hasse euch. Okay. Das, wir haben das. Wir brauchen Papier. Natürlich habe ich dadurch auch wieder Level verloren, ist klar. 8 Bücher, okay, das sind wieder 2 Regale. Okay. Oh, warte, die Regale haben wir ja eigentlich oben, ne? Können wir oben noch so ein Dingens hinstellen? Dann können wir da die Dinger gleich vor Ort herstellen. Ja. So, wo haben wir es denn? Hier. Ach Quatsch. Bücherregale wollte ich. Da. So. So. Fortune 18 brauche ich jetzt. 18. Level 18. Okay. Level Nummer 18. Wie bekomme ich den? Ich meine, ich kann weiter Kühe züchten. Das wäre an der Tagesordnung sowieso, weil mir gerade einige in die Luft geflogen wurden. So. Mach ich jetzt das Loch dazu. Oh, Enderman. Doch. So, das sieht aus, als ob es hier nicht reingehört. Da machen wir das mal auf Orange. Das ist natürlich nicht sehr viel zu essen für Kühe, aber dafür komme ich ja alle Jubelminuten mal vorbei und gebe denen
Ja. Das ist die Frage, was wir jetzt hier machen. Erstmal nehmen wir das weg, würde ich sagen. Weil das ist auch wieder so eine Gegend, wo wir den Sand gegen Gras austauschen können. Dann können wir es dann immer noch wieder aufstellen. Mal schauen, was in unserer wunderbaren Zuckerrohrfarm schon drin ist. 17. Wir haben schon 17 hier drin. Sehr gut. Wie gesagt, es geht langsam, aber stetig. Und je mehr Zeit wir hier verbringen, desto mehr wird sich die Farm auch füllen, weil die Chunks geladen sind. So. Siehst du, haben wir auch lecker Fleisch. Und ihr kommt wieder da rein. Dann vielleicht sollte ich mal wieder eine kleine Tour machen, um zu gucken, ob ich anderswo vielleicht noch Kühe finde oder so. Oder Level. Oder Kuh-Level. Keine Ahnung. Wir brauchen noch ein paar Fackeln. So. Die Azaleen brauchen wir eigentlich nicht. Sand kommt hier hin. Nein, hier hin. So. So. Goodie. Wird schon wieder dunkel? Oder kommt mir das nur so vor? Ne, sieht eigentlich noch ziemlich hell aus. Aber was wir machen könnten, um rauszufinden, ob es dunkel wird oder nicht, ist, wir können uns eine Uhr bauen. Dazu brauchen wir einen Rotstein und 4 Gold. Und jetzt können wir gucken. Aha, es ist Mittag, ziemlich genau. Das heißt, wir können noch wohin. Wir müssen uns nicht allzu viele Sorgen machen, dass wir überrascht werden von einem verfrühten Nachteinbruch aus unserer Perspektive. Ich guck mal, ob hier was despawned ist. Der wächst immer noch nicht, wahrscheinlich weil der Pilz hier immer noch im Weg ist. Also ich sehe hier keine Kühe. Aber da drüben, auf dem, haben wir noch überhaupt gar nicht geguckt, glaube ich. Da könnten auch noch Kühe rumlaufen. So, also schauen wir doch mal da. Sieht nicht nach Kühen aus hier, ganz ehrlich. Ah! Irgendwo ist hier eine. Da unten! Und es gab immerhin zwei
Leder dafür. Das ist ja schon mal was. Gut, dann sieht es so aus, als wäre die Zeit auch schon wieder um. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Heiko wird in die Luft gesprengt von grün-grauen Arschlöchern. Okay, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und like das Video, schreibt einen Kommentar, bla 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 bla.